heute ist Freitag und wir fahren in ein Hotel. In ein Hotel, in ein Familienhotel, nämlich in der Nähe von Stralsund ins, entweder heißt es Rockhus oder Rockhus oder Rockhus. Und wir sind alle total gespannt, weil ganz offensichtlich gibt es super tolles Programm für die Kinder, Entspannung für die Eltern, Essen rund um die Uhr. Ja, wir freuen uns echt richtig drauf. Wer seid ihr denn? Die Familie Williger. Nein, auf euch habe ich ja schon gewartet. Und wer bist du? Magnus. Und du? Mathilda. Und? Martha. Hi. Hallo. Hi. Alex. Julius, hi. Kurz gefunden alles? Schön. Also ich muss wirklich sagen, dass es echt schön hier ist. Die Kinder waren oben eben schon im Spieleland. Das zeigt ja, euch Sarah mal. Schau mal. Wo denn? Ich sehe keins. Da. Wo denn? Hier. Ist das cool? Da reingehen. Ja, das ist richtig cool. Und wir haben ein riesiges Hochbett. Auf jeden Fall waren die Kinder eben oben schon spielen. Und Sarah und ich haben in der Zeit uns den Essensraum angeguckt. Also Essensraum kann man gar nicht sagen. Und haben vor allem mit den beiden Eigentümern, / Geschäftsführern gesprochen. Die haben uns erzählt, dass das hier früher ein Luxushotel war. Und man muss ehrlich sagen, also in dem Zimmer sieht man es auf jeden Fall richtig cool. In dem Essensraum gibt es eine fantastische Aussicht auf die Havel. Es ist für Kinder, es ist echt an alles gedacht. Es gibt Babybrei, es gibt Pulver, es gibt Getränke für Kinder. Es gibt, Magnus, lass mal zu. Es gibt einfach alles hier. Es gibt wirklich einfach alles hier. Ich habe eben geguckt, was es für Kinder heute zum Abendbrot gibt. Für Kinder gibt es heute Abend Dino-Schnitzel. Yay! Yeah. Yeah. Und wisst ihr, was es noch? Pommes. Und wisst ihr, was es noch gibt? Pommes. Wackelpudding. Yay! Yeah. Wackelpudding mit Gummibärchen drauf. Yay! Yeah, das ist ja hier tolles Essen. Welches Kinderessen, ne? Ja, das ist hier so cool, Mama. Und wie hast du geschlafen? Das war richtig bequem. War richtig bequem? Und ja, die Kinder hatten ihr eigenes Zimmer. Julius hat die noch hingelegt und sich noch kurz dazugelegt, damit Martha schläft, weil die ist es so gewöhnt. Ja, Platz ist super schön. Und das ist mit Blick aufs Wasser. Das ist so schön. Das ist so mega schön. Teddy, was machst du jetzt gleich? Indianer Schmuckbeispiel. Ja.
Wir haben gerade eben oben unsere Kinder abgegeben und das ist für uns eine total neue Situation, weil es ist Wochenende und wir haben nicht ein Kind um uns rum. Ich zeige euch ganz kurz, was Sarah gerade macht. Den Kindern geht's gut und man weiß, man macht eben auch gleich in einigen Stunden wieder was mit den Kindern zusammen. Es ist so ohne schlechtes Gewissen. Man ist jetzt eben nicht im Wellnessurlaub und weiß, die Kinder sind irgendwie allein oder beim Babysitter, sondern man weiß, man ist zusammen im Urlaub, man isst zusammen Frühstück, man geht zusammen im Wald spazieren. Also wir machen gerade eine Familienwanderung mit den Leuten vom Kinderclub und auch den ganzen Kindern und den Eltern. Gehen wir durch den Wald und haben die Pferde damit und Esel und man muss Puzzleteile finden und dann ergibt das, glaube ich, ein Rätsel oder so. Und die Kinder dürfen reiten, das macht ihnen Spaß. Es ist ganz schön kalt, aber sonnig. Es ist schön. Schön, ich wünsche mir, wir können mehrere Wochen hier sein. Es ist echt super entspannt und so kreative, zuckersüße Sachen, die Kinder hier erleben. Kinder und Erwachsene, seid ihr denn heute wieder alle da? Ja! Ja! Super, das liebe ich so eine Lautstärke. Schmeckt auf jeden Fall wirklich lecker. Nachdem die Kinder heute
schon einen super spannenden Tag hatten, viel gebastelt haben, ich mit Magnus am Wasser war, Lagerfeuer gemacht haben. Machen wir jetzt was, Magnus? Fantastisch durchgekommen. Wir sind nur anderthalb Stunden gefahren bei strahlendem Sonnenschein. Und wir haben vorhin im Rokus, in einem Familienhotel, noch diese geilen Nudeln für die Kinder in die Hand bekommen. Und das rettet uns jetzt ein ganz kleines bisschen den Hintern, weil unser Kühlschrank ist ziemlich leer. Und Sarah ist gerade dabei, diese Nudeln zu kochen, die es dann gleich zum Mittag geben wird. So, wem hat es am besten gefallen? Mir. Was hat dir am besten gefallen, Magnus? Die Rutsche. Die Rutsche im Schwimmbad? Ja. Mir hat gefallen, dass ich Freunde hatte und dass wir Magnus. So ein tolles Kinderclub hatten. Ja, der Happy Club. Was hast du im Happy Club gemacht, was dir richtig gut gefallen hat?